Bauer, guten Tag. Ja, schönen Morgen, Frau Bauer, Stadt Kauschenbruch. Zentrale, richtig? Richtig. Schön. Ich hatte das Büro angerufen vom Bürgermeister, aber seit gestern, heute habe ich schon eine Umleitung drin. Sie, ja. Mein Name ist Ahmet Yılmaz, Mayflower Ahmet Yılmaz, alias Mayflower One. Sie kennen ja die Geschichten und die Prozedere, die bei mir laufen. Ich frage nur mal, aber ich kann nicht anders. Ich frage einfach mal nicht. Können Sie mich bitte mit dem Schwerbehindertenband verbinden? Ja, ich schau mal eben. Bitte? Ich schau mal eben, wen ich Ihnen da geben kann. Ja, danke Ihnen vielmals. Oder alternativ, egal, ich bin noch ruhig. Bitte? Alternativ wäre noch wichtig, dass ich jemanden beim Sozialen Grundsicherungsamt erreiche. Ja, ich schau mal kurz, wer von denen überhaupt da ist. Kleiner Moment. Okay, danke Ihnen. Ja. Ja, wen hätten Sie denn gerne lieber, den Schwerbehindertenbeauftragten oder jemanden vom Sozialamt? Ich brauche finanzielle Mittel, aber langfristig brauche ich jemanden den Schwerbehindertenbeauftragten. Ich habe den schon im August, September angeschrieben. Meine E-Mails werden von Ihrem System nicht akzeptiert. Bitte lösen Sie diese Cookie-Manipulation oder diese Manipulation, damit ich auch E-Mails schicken kann zur Stadt Kauschenbruch. Verstehen Sie? Ich verstehe das Hausverbot, aber ich bin nicht gefährlich. Ich muss das nur tun, damit ich meine Rechte wahren kann. Aber jetzt unwichtig. Also wenn Sie möchten, kann ich mal versuchen, Sie zum Herrn Weber durchzustellen. Weber habe ich schon mal Kontakt gehabt, das ist der Schwerbehindertenbeauftragte. Genau, bitte. Genau. Ja, klar, ja. Moment. Schönen guten Tag, Herr Doktor, Herr Weber. Schönen guten Tag, Herr Weber. Ich bin ein Schwerbehinderter. Ahmet Yılmaz. Radarbereich 119. Ich habe Sie schon vor Monaten kontaktiert. Ich müsste mal in meine E-Mails schauen und in mein Telefonverzeichnis, wann ich Sie angerufen habe und wann ich Ihnen eine E-Mail geschickt habe. Ich brauche Hilfe. Ich habe Sie angeschrieben, ich habe auch den anderen angeschrieben, ich habe Herrn Lange angeschrieben, ich habe alle angeschrieben vom Amt. Bekomme aber null Hilfe. Warum, Herr Weber? Waren Sie es, Herr Weber? Ich weiß nicht, mit irgendjemandem habe ich gesprochen, der Schwerbehindertenbeauftragter war und zur Dialyse musste und erzählte mir, wie gut es ihm ginge. Im September und wollte mir im August. September, genau. Wollte mir für den November einen Termin geben, nachdem bei Ihnen ich die E-Mails nicht schicken konnte, weil in Ihrem System die E-Mails von mir nicht akzeptiert werden. Sie werden automatisch vom System abgewiesen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wie gesagt, ich habe den Schwerbehindertenbeauftragten, alle, Herrn Weber, Sie oder auch Sie habe ich angesprochen, Herr Weber, und auch den anderen, den Dialysepatienten. Ah, wie gut es ihm ging. Ja, schön, toll. Dankeschön. Ich bin nicht neidisch in dem Sinne. Aber ich würde auch, ich habe ihm damals gesagt, was nützt mir, wenn Sie mir im September für November, ich habe jetzt Probleme, jetzt. Der hätte mir auch einfach sagen können, Mittwoch ist offener Tag. Kommen Sie mal so vorbei, Herr Yılmaz. Aber egal. Worüber rede ich da? Das ist ein schwachsinniges System. Herr Weber, meine Telefonnummer lautet 015. 20 971 5556. Ich lege jetzt auf, hat ja sowieso keinen Sinn. Von der Stadt Kauschenbruch will mir keiner helfen. Von Land NRW will mir keiner helfen. Vom BRD Deutschland will mir auch keiner helfen. Bin
dummer Türke und Schwerbehindert und liege der Gesellschaft nur auf der Last und mache auch noch Ärger überall, der gefährlich ist nach euren Augen, nichts wert ist nach euren Augen. Aber ich bin nicht gefährlich, ich bin nur ein Autist. Ich werde mir einen Hund holen. Einen Hund holen. Ich bin sowieso ein Hund. Das ist ein guter. Ich uriniere hier. Ich kann nicht hoch in die Toilette. Der Bedroher, Attentäter läuft noch frei rum. Die Polizei macht nichts. Dann sowas. Das ist nur eine Dokumentation dessen, was möglich ist, was nicht möglich ist, Herr Weber. Ich gucke mal, ob noch die Weh. Meine Aufnahme läuft hier. Muss öffentlich gemacht werden. Und? Habe ich das schon ein paar Mal gesprochen? Habe ich die drei Nummern rausgesucht von den drei? Ich weiß nicht, das habe ich noch im Kopf, aber die Videoaufnahme läuft hier. Und ich bin schwer behindert und schwer verletzt, dank der Polizei. Egal. Jetzt muss ich nochmal anrufen. Null. Nichts. Dankeschön. Einen kleinen Augenblick bitte. Ihr Gespräch wird gleich entgegengenommen. Nicht. Hallo, Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Herr Weber war nicht da. Da war nur ein Anrufbeantworter, auf den ich gesprochen Ja, habe. ich glaube, das war meine Kollegin, mit der Sie eben gesprochen Ich habe haben. mit keinem gesprochen. Da war null. Null. Und sie wollte mich, ja, ihre Kollegin, genau, ihre Kollegin. Sie sind eine zweite Person in der Zentrale? Ja, wir wechseln schon mal, ja. Okay, Das ist gut. sehr anstrengend ist hier. Glaube ich Ihnen. Was Bei mir ist es auch sprechen sehr Sie gern? anstrengend hier. Ich sollte mit dem Schwerbehindertenbeauftragten verbunden werden, Herrn Weber. Da ist nur ein Anrufbeantworter rangegangen, wissen Sie? Und ich Sprechen Sie drauf. habe ich schon drauf gemacht. Weil nützt Ja, nichts. Habe ich dann schon vor einem wird er Sie halben Jahr, dreiviertel zurückrufen. Jahr gemacht. Ich brauche Hilfe. Dann verbinden Sie mich bitte mit dem Grundsicherungsamt. Und? Dankeschön. Sinn. Ist eben anstrengend, bei mir auch. Wenn man irgendwo durchkommt, echt, wenn man irgendwo durchkommt, komm, das Häppchen reicht für uns alle.